erhalten und sie sehen gut aus. Gott sei Dank. Ich werde mir jetzt die Aufzeichnung des Captains vornehmen. Gehen Sie zur Monorail-Station. Ich melde mich bei Ihnen. Ich werde herausfinden, was auf diesem Schiff los ist. Tja. Keine Ahnung, ob ich einen Luftkanister mitnehmen sollte. Bericht über Todesfall auf dem Schiff Verstorbener. Das könnt ihr lesen, ich habe keine Lust. Ein Energieknoten, nice. Sonst noch was? Das lesen? Nee, ne? Komm, schmeiß den Tisch um. Luftkanister klein. Ja. Ach, hier war ich doch schon, oder? Na klar. Eine Stasi-Station? Ne, gibt's nicht. Okay. So eklig aus. Isaac! Einer von denen hat es irgendwie runter ins Cockpit des Captains geschafft. Aber ich konnte ihn in einer defekten Rettungskapsel einsperren. Ich hebe jetzt die Abschottung auf. Da sind die Deckprotokolle. Was auch immer hier passiert, es kam aus dem Planeten, als sie die ersten Stollen wurden. Es verbreitete sich in der Kolonie und erreichte dann das Schiff. Das ist keine Infektion, das ist eine außerirdische Lebensform. Scheiße, wir haben noch ein anderes Problem. Die Schiffsantriebe sind offline und unser Orbit zerfällt. Gehen Sie rüber zum Maschinendeck, ich bleib hier und versuche rauszufinden, wo das Problem ist. Ach, hier hat man nie seine Ruhe. Das ist ein Shop. Ich habe so unheimlich viel Munition. Das ist Wahnsinn. Wie viel Geld habe ich denn gehabt? 9200. Thank you.
Gehen wir nochmal zur Werkbank. Ach du Scheiße. Kapazität Kinese Stase. Boah, Stase brauche ich schon zwei. Da brauche ich zwei Kinese. Ach ja, dann mach mal Kapazität. Warte mal. Da langläufst. Jetzt müssten wir 14 Schuss haben. Yes. Oh, hier ist eine Stasi-Station. So. Ich bin voll. Voller geht's nicht. Das war Kapitel 2. Zwei Probleme und die Uhr tickt. Erstens, die Treibstofftanks der Antriebe sind leer. Zweitens, die Schwerkraftzentrifuge ist offline. Was bedeutet, dass uns einige Trillionen Tonnen Gestein nach unten ziehen? Sie müssen die Zentrifuge wieder in Betrieb setzen, den Hauptantrieb mit Treibstoff versorgen und zünden, damit ich die Umlaufbahn des Schiffs stabilisieren kann. Ja, ja, ich kann immer alles machen. Oh, Endstation. Gibt's hier was? Nee, gibt's nix. Voller Munition. Persönliches Logbuch des stellvertretenden Chief Engineer Jacob Temple. Es ist jetzt 2 Tage her, dass sie den Planeten aufgerissen haben, seit der Captain starb. Die Panik, die Aufstände, das war nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen sollte. Unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, sie kamen alle wieder zurück. Verändert. Kamen, um uns zu töten, um uns zu holen. Heute Morgen verschwand Rucker und ich gehe davon aus, dass er tot ist. Meine Crew, alle fangen an durchzudrehen. Ich habe versucht, sie im Auge zu behalten, aber im Augenblick habe ich größere Probleme. Wir haben einen Treibstoffleck und der Primärantrieb hat schwer zu schuften. Denvers und ich werden versuchen, das Treibstoffdepot zu erreichen und das Leck zu reparieren. Temple out. So, wenn wir mal ein bisschen Munition sichern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, da können wir unheimlich viel in den Safe tun. 3. Machen wir 4 in Safe. Yeah.
erst dort lang. Was ist denn das? Jetzt mich wohl verarschen, ne? Gehen wir mal auf die Toilette. Crank ist, Crank. Was ist denn das? Muss ich da nachher Bomben anbringen oder was? Textlog. Carmack, das ist der Programmierer von Doom. Und Quake, das eine Anspielung sein soll. Könnte sein. Ich habe ja gar keinen Knoten. Viele munitionssparende Items. Wo? Erst darüber. Ach, komm, nimm's mit. So lange, bis was brauchen. Na, da nicht gleich jemand kommt.
Und bist du tot? Jo, seid ihr. Hä? War ich da schon mal? Habe ich das vorhin nicht gesehen oder was? Klar, ich bin doch hier durchgelaufen. Bisschen Geld machen. In den Fahrstuhl. Ist gar kein Fahrstuhl. Oh, komm mal her hier. Aus meinem Lift.